Nicht wundern, wenn ihr demnächst mit eingerissenem Fingernagel auf der Intensivstation liegt. Wahrscheinlich wurde euer Hausarzt mit Geld gezwungen, euch zu überweisen. Viele Kliniken zahlen Ärzten ja wohl Pfandprämien für jeden eingelieferten Patienten. Ich meine, da werde ich demnächst dann aber auch als Patient die Hand aufhalten. So eine Art Gesundheitspiepshow. Freimachen? Das kostet. Aber mal ehrlich, so schlimm finde ich das Ganze gar nicht. Nicht nur Patienten, auch Ärzte wollen leben. Und mir ist doch lieber, mein Doc hat einen Deal mit der Klinik als mit dem Bestatter. Da stört mich der Filz beim NDR schon viel mehr. Diese Sache da mit dieser Redakteurin Doris Heinze. Die hat ja 5 Drehbücher in Wahrheit gar nicht von Niklas Becker schreiben lassen, sondern vom Heinze-Männchen. Und gestern hat sie dann zugegeben, dass sie auch selbst 2 Drehbücher geschrieben hat. Unter dem Pseudonym Marie Funder. Die entsprechende Bestätigung hatte ihr Anwalt Gerd Benoit dem Sender geschickt. Gerd Benoit. Ich finde, man muss das aber sowieso positiv sehen. Ich meine, wenn das da beim NDR wirklich alles fake war, dann besteht doch zumindest so ein ganz klein bisschen die Hoffnung, dass es auch Jörg Pilawa gar nicht gibt. Und eine gute Nachricht ist der Skandal vor allem für Leute, die Drehbücher schreiben. Keine Vetternwirtschaft mehr. Jeder hat eine Chance. Es kommt nur noch darauf an, seinen Filmstoff gut zu verkaufen. Wie die beiden Jungs bei Son of the Pitch. Eine Webserie, in der 2 Möchtegern-Producer versuchen, die grottigsten Plot-Ideen an den Mann zu bringen. In jeder Folge eine andere. Immer gekrönt von einem selbstproduzierten Trailer, der schon mal ein Gefühl für den künftigen Kassenschlager vermitteln soll. Wer dagegen lieber in einem echten Hollywood-Film mitspielen will, der sollte sich YouStar besorgen. Eine Software mit Mini-Blue bzw. Greenbox, mit der man sich in berühmte Szenen bekannter Filme reinkopieren kann, um dort dann die Rolle der Stars zu übernehmen. Ja, und zum Beispiel Sylvester Stallone sollte bei diesem Filmkaraoke doch wirklich eine lösbare Aufgabe sein. Beim Musikkaraoke dürfte dagegen Michael Jackson am beliebtesten sein. Der wird ja heute wohl endlich in seinem Mausoleum beigesetzt. Allerdings gut versteckt. Ungefähr so wie dieser Stuhl, aus dem mit einem kleinen Trick ein stattlicher, bequemer Sessel wird. Und sich selbst unsichtbar machen kann man übrigens mit Stay Invisible. Hier gibt es nämlich nicht nur Links zu Proxy-Servern, mit denen man anonym surfen kann, sondern auch verschiedene Tools, um die tatsächliche Sicherheit der jeweiligen Server zu testen. Und auch praktisch für chronisch Verfolgte, Web-URL. Ein Online-Dienst, mit dem man Links generieren kann, die sich nach einer bestimmten Zeit oder Anzahl von Klicks in Luft auflösen. So vertragen sich auch endlich ehrensenf.de und der Mail-Account am Arbeitsplatz. Manchmal will man aber auch nicht nur Links verschwinden lassen, sondern ganze Fotos. Meist die mit wenig Kleidung oder viel Alkohol. Da kann dann TinEye helfen. Eine Suchmaschine, bei der man ein Bild hochladen kann, um dann, dank cleverer Technologie, zu sehen, wo dieses Bild im Internet sonst noch zu sehen ist. Also kompromittierendes Foto suchen, hochladen und zittern. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Hier, die Doris Heinze will jetzt wohl ein komplettes Geständnis ablegen. Sie überlegt nur noch, unter welchem Namen.